Auch in der Corona-Krise scheint Neymar seine Meinung nicht geändert zu haben. Wie die Marca berichtet, habe der brasilianische Superstar seinen Teamkollegen bei PSG gestanden, dass er wieder zum FC Barcelona zurückkehren möchte. Neymar war im August 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt, liebäugelt aber schon seit einiger Zeit mit einem Wechsel zurück zu den Katalanen. Spannend dürfte jedoch zu sehen sein, wie Barca einen Neymar-Deal in Sachen Financial Fair Play stemmen würde. Laut Mundo Deportivo ist Barcelona auf der Suche nach neuen Verteidigern. Und ganz oben auf der Liste soll der frühere Bayern-Spieler Juan Bernat stehen. Der Spanier, dem Uli Hoeneß einst attestierte, Bayern fast im Alleingang die Champions League gekostet zu haben, wurde 2018 nach 4 Jahren an PSG abgegeben. Und das für gerade einmal 5 Millionen Euro Ablöse. In Paris ist der 27-jährige Stammspieler unter Thomas Tuchel. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2021.